Wie sagt man immer so schön, eine gute Woche geht mit einer Minecraft-Folge zu Ende. Wer auch immer das gesagt hat, ich weiß es nicht. Naja, machen wir mal weiter zur letzten Folge dieser Woche. Vor allem die Woche ist ja am Sonntag vorbei, aber bei uns hört ihr ja schon Samstag auf, ne? So, hier kann man immer schön hochklettern, das finde ich gut. Mir ist aber von der Seite schon aufgefallen. Hier, kannst du bitte da hoch? Das hier gefällt mir noch nicht so hundertprozentig. Ich hätte gern da was in die Mitte. So, Knöpfe. Knopf. Machen wir mal zwei, drei Knöpfe noch. Rakete ist dahin. Die gehören wieder an ihren Platz. Machen wir hier mal einen Knopf. Da einen Knopf. Hier soll ja auch nichts drauf spawnen. Mach ein paar Knöpfe mehr. Und dann haben wir noch ein bisschen mehr Dynamik drin, ne, Leute? Das ist halt wichtig. So. Gucken wir mal. Da geht keine. Oh, hier kann man eine Laterne draufsetzen, ne? So. Da. Ja, ist auch schön. Oh, ich hab sie eingeklemmt. Okay, ne, miese, ne? Ist okay. Noch mehr Knöpfe. Also Knöpfe hat man nie genug, ne? Knöpfe sind ja dafür zu drücken. Also sollte man mehr Knöpfe drücken im Leben. Da. Da. Ne, da möchte ich nicht. Hier. Da. Da. Ne, geht nicht. Da. Da, 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 da geht's, ja. So. Da geht auch nicht, da geht auch nicht. Das sind doch Treppen, warum sollte das da gehen? So, da geht's auf jeden Fall und dann müsste es hier gehen. Ja, guck mal, jetzt kriegt er doch richtig Form, der Kerlchen. So, jetzt ist mir aber natürlich ein bisschen das Problem. Ist soweit okay, kann man machen, aber beispielsweise der hier kann mal raus und dann kommt da ein Lock rein, bumm, und dann scaffen wir den um hier, ne? Das soll ja immer noch ein bisschen nach Baum aussehen, ne? Das ist so, das ist was mir so ein bisschen hier fehlt. Hier sind ja zwei solche, da können wir die auch wieder rausballern. Und dann kommt hier... Das wird nicht funktionieren, Moment. Ja. So. Und den wieder weg. Okay. Ja, guck mal, hier ist auch noch so ein ganzer, den können wir dann auch nochmal austauschen. Kann ich dich mal kurz da hinsetzen? Kann ich das mal machen? Super. So, wo hatte ich den jetzt gerade gesehen? Irgendwo, wo ein Knopf dran war. Hier. Du raus. Knopf kriegst du gleich wieder. Du hin. Du schälen. Du Knopf. Jetzt ist die Frage, ist das da? Der steht eh innen drin, ne? Ah, der ist ein halber. Den sollten wir auch lassen. Ich würde aber gerne den hier rausmachen. Hast du mir schon gedacht. So, und der kommt so hin. Dann sieht das ein bisschen realistischer nach Baum aus, ne? Das ist halt immer so, was bei diesen Konstrukten, finde ich, immer sehr stark fehlt, wenn da nur Baum drin ist, ne? So, guck mal, den ein bisschen in die Richtung. Und einen Knopf kriegt er. Ja, hier würde ich aber tatsächlich gerne so. Könnte man jetzt drüber streiten, ne? Okay. So. Wir sollten hier oben die Kuppel noch ein bisschen mehr zumachen. Ja, hier könnten wir auf jeden Fall das raus. Das raus. Und das raus. Super. Jetzt kannst du wieder nichts bauen, ne? Wow, Leute. Einmal mit Profis. So dahin. Der geht nicht. Es geht nicht. Kann ich den setzen? Bitte, bitte, lass mich den setzen. Ah, komm. Scheiße. Ich will gut abfluchen diese Woche, ne? Ja, ja. So, den hatten wir. Knopf noch drauf, nicht vergessen. Hüpp. Ach, dann taucht er einmal hier durch den Becken durch. Schön macht er das, schön. Komm, geh da hoch. Okay, erstmal da und dann dahin. Ja, super, super. Hier hoch. Ja, super. Du weg. Du weg. Und dich könnte man eventuell hier sogar lassen. Ich will da eine Laterne draufsetzen. Hundertprozentig. Ich bin sogar am Überlegen, ob wir hier nicht einmal die Treppen drumherum auch machen, ne? Warte mal. Wir testen es einmal. Weil das würde das Ganze ein bisschen abrunden. Was ist das, was ich meine? Wisst ihr, was ich meine? Klar. Da weißt du, was ich meine. So. 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 Und so. Und dann du nochmal aus. Weil du bist der Falsche. Und dann so. Oh, yes. Und dann mach ich dich raus. Und da kommt hinten eine ganze Dingsen-Lock rein. Super. Super gut, Leute. Super gut. Dann hier Knopf.
da noch ein Dings und hier noch ein Dings drauf. Ja, aber da krieg ich nachher mal ein Licht nicht mehr drauf. Das ist halt blöd, ne? Das kann man so nicht machen. Nein. Der Knopf willst du mir da nicht draufsetzen? Du bist mir aber ein schräger Vogel. Den raus. Den hier. Und dann den dahin. Ja, dann haben wir einen Höhepunkt, ne? So von oben nach unten. Das finde ich gut. Und wir setzen ein Lagerfeuer drauf. Ich weiß nicht, warum ich das gerade gemacht habe, aber ich will da irgendwas mal hinsetzen, damit ich das jetzt mal... Okay, das sieht aus wie so ein Hippie-Turm, ne? Aber hey, das wird richtig geil werden, Leute. Das wird richtig fancy. Vor allem das Bienenstock hängt genau über dem Wasser. Das ist halt geil, ne? Das finde ich halt mega gut. Okay, wir sollen uns jetzt mal ein paar Laternen holen gehen. Und das Lagerfeuer da oben wegmachen. Wir können leider natürlich nur nicht den Bienenstock bauen. Da muss ich ja gucken, dass ich mir Bienen ranholen, also Stöcke ranholen. Da muss ich bis durch die Welt fliegen. Das mache ich off-cams, kein Problem. Dann hole ich mir das ran. Am besten auch gefüllt oder auch nicht gefüllt. Mir ist egal, ich brauche nur die Stöcke. Vermehren kann man sie immer noch. Ich weiß nicht, wie viel ich so brauche. Ich muss es mir mal ausrechnen. Und dann bauen wir das. Pass auf, habe ich denn irgendwo hier noch eine Laterne drin? 8 Stück, super. 8 ist immer ein Anfang. Nimm es alles mit. Wir brauchen den ganzen Proll. Hey, hey, Stufe. Da rüber. Also hier sind auf jeden Fall welche drin, weil der Bienenstock ist voll. Oh, miese Kette macht Schlewi auf mir, ne? Ja, fein. Eine miese Kette. Eine miese Kette. So. Ja, ich weiß, es ist übertrieben. Aber ist mir egal. So. Wieder abbauen. Mit der Dings, weil ich will es ganz lassen, ne? Es hat ja Behutsamkeit. Und du kommst dahin. Hep! Kippa! Oh, das war aber nicht so dick, ne, Junge? Das hätte aber auch schon mal ein bisschen besser machen können. Pass auf, dann hängen Steine dran. Da will ich eine dran haben. Dann kriegen wir definitiv auch ein bisschen Licht hier in die Mitte. Hm. Warum willst du die nicht dann nehmen, Junge? Ich will dir da nur eine Fackel dran hängen. Also du willst auf jeden Fall... Warum willst du nicht? Puh. Da kriegst du ja fast eine Krise hier. So, ja, die nimmst es mir schon klar. Ich will aber dich dahin kriegen. Warum willst du nicht? Mir ist ja egal, wie du willst. So, muss ich mal gucken, ob das überhaupt jetzt wirkt, ne? Weil es kann ja sein, dass der Block da jetzt voll falsch ist. Ja, ist er auch. Aber... Wir können ihm das durchgehen lassen, ne? Wir müssten aber dann hier vielleicht... Muss ich mal gucken, weil das könnte jetzt das ganze Konzept so ein bisschen versauen, ne? Ne, das geht. Das ist okay. Das können wir so machen. So, App. Super gemacht. Profi am Weg. Ja, das hat was, Leute. Mehr sollen wir auch nicht daran packen. Das sind jetzt 5 Stück dran. Oder wie viel sind es? 4? 4? Oben wäre noch schön, aber da kommt ja der Beehive, kommt ja noch, ne? So, und 5 ganz oben haben wir ja auch noch eine. Die darf man ja nicht vergessen. Ne? Oder haben wir die noch nicht gesetzt? Doch. Super. Da geht's auch nicht. Aber da wird's gehen, ne? Ist mir schon klar, was du da vorhast. So, da geht definitiv eine und hier geht noch eine. Super, dann haben wir sie verbaut. Dann wirkt das auch ein bisschen besser abends, ne? Weil wir spielen zwar nur tagsüber, aber... Der Gedanke daran zählt, Leute. Wir können uns das ja mal abends angucken. Und das finde ich schön. Eine schöne Sache. So, pass auf. Jetzt hätte ich gerne einen Zaun. Dafür brauchst du eine Werkbank. Weil das muss ja jetzt schön sein, ne? So, pass auf. Da und da. Dann hast du den. Ah, ja, mach mal ein paar mehr. Ja, mach noch ein paar mehr. So, super. Mach mal ein paar mehr. Weil ich möchte gerne den hier abhängen lassen. Kann aber sein, dass das jetzt wegen den Knopf nicht mehr geht, ne? So, super. 2 runter. Wie viele haben wir denn jetzt noch, bis die unten aufkommen? Moment. 1. Also der muss direkt schon mal weg. 1, 2, 3, 4. Ja, das wird die Größe des Bienenstocks. Aber es ist ein bisschen dick zu hoch. Ist ein dick zu, also zu niedrig. Wir setzen uns um eins nach oben. Leute, wir müssen uns um eins nach oben setzen. Ich
hätte gern am Ende einen Block noch frei. Wisst ihr, was ich meine? So, das heißt... Aber es sieht so gut jetzt aus, ne? Was machen wir denn jetzt nur? Ich sollte mal was essen, bevor ich hier wieder runterjumpen und gleich wieder tot bin, ne? Hui! Wenn ich um eins nach oben versetze, dann hätte ich diese Ecke da, die würde da sitzen. Dann müsste ich noch weiter rüber, aber er steht so perfekt, ne? Er steht gefühlt genau in der Mitte. Ganz im Ernst, dann machen wir es anders. Dann machen wir keine Verlängerung. Sie wird trotzdem 4 hoch. Und es wird, das erste Nest wird oben einfach angeklatscht. Fertig. So ist es. Fertig. Das Ding ist, es müssen aber 5 hoch sein, damit es ein richtiger Bienen... Also ist egal. Ist egal, ne? Soll das ja nur simulieren. Vor allem, wir müssen noch die ganzen Bienennester holen gehen. Oh mein Gott, das ist so viel zu tun. Lassen wir es doch sein. Okay, das finde ich jetzt mal gut soweit. Jetzt brauche ich ein bisschen Bone Meal. Wo habe ich den Bone Meal hingepackt? Ich glaube, den habe ich in der Schalki-Kiste gepackt. Weil... Hast du nicht. Pass auf, ich will aber das hier gerne noch machen. Nee, nee, du hast eine ganz andere Idee mit dem Teich. Mit dem Teich habe ich eine Idee. Das wird voll fancy. Das will ich aber jetzt nicht verraten, bevor wir hier wieder die Idee geklauen werden. Das möchte ich halt nicht, ne? Deswegen... Das ist okay so. Kann man machen. Okay, jetzt müssen wir wieder ausräumen gehen. Komm, nehmen wir einfach die Schalker-Box mit. Hast du sie? Jo. Seht da, Leute, ich halte ein bisschen Ordnung hier, ne? Aber ist doch schön. Jetzt haben wir das für heute noch abgeschlossen. Das finde ich gut. Das finde ich eine sehr schöne Sache. Jetzt mal gucken, dass wir das wieder sauber ausgeräumt kriegen alles. Mit dem neuen System müsste das ja jetzt problemlos funktionieren. Super. Die noch. Und die noch. Die hat noch gar keinen Platz. Super. Dann ist das jetzt richtig. Wir haben eine Kaninchenhaut. Hell. Entschuldigung. Hell. Badam, 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 badam. Das ist, wenn man ausräumen will, aber man weiß nicht so richtig, was man ausräumen soll, ne? Aber hier müsste noch viel Holz drin sein. So. Voll. Ey, der Junge, der kannst du nichts mehr auspacken. Da passt nichts mehr rein. Ne, das war hier. Bim, 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 bim. Hättest auch hier auffüllen können, ne? So mal so nebenbei. So. Ja, das hier ist... Eichen haben wir... Hier. Nein, falscher Platz. Danke. Fischte haben wir hier. Mhm. Fischte Falltür haben wir da. Und dann noch ein bisschen Birkes. Da. Ja, also man muss sich ein bisschen Zeit lassen bei den Sachen, ne? Kennt ihr ja. So ist es halt nun mal, ne? Bisschen links, bisschen rechts. Jetzt wird es schon besser. Jetzt wird es besser. Ja, den Teich können wir natürlich jetzt schön auskleiden mit Steinen und so. Das will ich nicht machen. Ich habe da eine geile Idee im Kopf. Ich weiß nur nicht, ob es gut aussieht. Das werden wir rausfinden, wenn es soweit ist. Und wenn ich es vergesse, ist es halt so, ne, Leute? Ist doch kein Wunschkonzert. So, die legen wir da rein. Die brauche ich nicht. Das Wasser brauche ich gerade auch nicht mehr. Obwohl, Wasser sollte man immer dabei haben, ne? Kaninchenfleisch hier noch für Rotten Flash. Rotten Flash, Rotten Flash. Kaninchen, Kaninchen, Kaninchen. So, hier haben wir so die Fleischabteilung. Da kommen wir auch die Fellabteilung hier hin. Super. Ja, Röttchen, die brauche ich gerade mal für meine Kollegen zu füttern. Der Weizen kann ich auch nochmal füttern. Das habe ich für mich zu füttern. Super. Schaufel dahin. Skeffis raus. Feuerzeug. Soll ich mal auch mal gerade dabei behalten? Ja, müssen wir so lassen. Müsste man gerade so lassen. Außer wir bauen sie vielleicht. Ich sollte den Rest vielleicht auch noch ausräumen, ne? Dass die Kiste leer wird. Junge, Junge, Junge. Einmal mit Profis, das wäre mal schön. So, das kommt hier rein. Super. Das Holz kommt noch mal rüber. Auch noch eine Eiche dabei. Ich glaube, das ist eine Eiche. Super, dann haben wir Fischte. Ja, Fischte war hier. Super, super. Nochmal Eiche. Eiche, Eiche, Eiche. Super, super, super. Stickly, Sticks, Sticks, Sticks. Die behalten wir uns. Über die Leinen. Ich weiß halt nicht, ob wir uns noch Dinger holen gehen sollen oder nicht. Das ist halt so ein bisschen die Frage, ne? Das ist die Frage aller Frage für die Frage. Also Frage, wenn du eine Frage hast, hast du eine Frage, ne? Da hast du nichts dran ändern. Wo waren die Teppiche nochmal? Habe ich die irgendwo hier hingelegt? Ja, ich bräuchte aber grau. Grau. Grauer Farbstoff, finde ich gut. Dann bräuchte ich Wolle.
weiße Wolle. Super. Wie war das nochmal? 1, 2, 1, ne? 1, 3. 3, 4. So, und Teppich sind so, ne? Ja, komm. Nehme ich mal gucken. Wenn ich die wegmache und den Teppich da drauf legen. Ja, vom Ton passt das aber jetzt nicht gerade so, ne? Welche Farbe bist du dann? Grauer Teppich. Trotzdem besser aus als das, diese blöden Falltüren, wo die dauernd drin hängen bleiben, ne? Vielleicht kennt ihr ja einen Tipp, tatsächlich in dem Fall, wie man eine hellere Graustufe macht. Die kann ich lassen. Hau ab. Geh da raus. Komm näher. Ja, komm näher. Super. Nein, falsch. Den? Jetzt gehen sie direkt in eine andere Ecke, ne? Das sind das mir Vögel, ey. So. Stimmt, weil die wollte ich auch zumachen, ne? Eieieiei. Ich weiß nicht, ob mir das so gefällt. Aber die Ecken, da bin ich schon einverstanden damit, ne? Mit den Falltüren hier. So. Sowieso die ganze Zeit auch hochgeklappt, ey. Die kann man lassen. Dass die mal da rumstehen. Wieso macht ihr das denn? Ihr macht mich voll verrückt. Grauer Farbstoff. Oh. Den packen wir mal wieder hier rein. Ah, ich weiß es noch nicht. Da muss ich tatsächlich sagen, da muss ich noch ein bisschen drüber überlegen. Ne? Da muss ich drüber nachdenken. So, du kommst da rein und da gehen wir die Hunde noch füttern. Die Hunde noch füttern, die Tiere noch füttern. Die Katze gesehen. Und slidet die da aufwärts. So, Eichen. Super. Ah, das ist so schön, dass die Kissen so voll sind, ne? Das hat was. Genau, wir gehen auch. Ne, wir können auch nicht schlafen. Das heißt, wir gehen oben schlafen und dann machen wir die letzte Aktion. Gehen die Tiere füttern und wir ernten nochmal kurz die Bienchen. Vielleicht ernten wir die Bienchen sofort. Auf jeden Fall sind da Bienchen drin. Das finde ich eine gute Sache. Das ist mir auch immer sehr wichtig. Wir bräuchten im Endeffekt noch ein Bett oben in der Scheune, ne? Das wäre mal schön, dass wir einfach da im Heu pennen können. Das wäre doch geil. Schön, wenn du morgens aufstehst, ne? Dann knuspert das schön. Ei, da freut man sich drüber. So. Aber guck mal hier. Die füllen das hier auch auf. Nicht gekriegt. Auch so. Lagerfeuer. Setze. Ah, hier war doch noch irgendwo eins, ne? Ach, da habe ich das. Aber guck, hier ist nichts drin, ne? Das ist einfach leer. Das ist einfach leer. Das finde ich nicht so schön. Aber wenn die Bienen mal rauskommen würden, dann könnte ich die ja vielleicht mal vermehren. Was haltet ihr denn davon, ihr Süßen? Ne? Da sind die ganz anderen Blumen hin. Aber viel mehr noch. Ist egal, ist egal. Alles nächste Woche, Leute. Alles nächste Woche. Ich gehe auf Reise und suche mir die. Ich werd die finden. Irgendwo gibt es einen schönen Blumenbiom. Sowieso in die Richtung hatten wir ja schon mal eins. Und ich glaube, in die Richtung dahin war auch noch eins. Also hinterm Haus. Also, große Vermehrung. Wir kommen. Da, guck, wir haben schon. Wir können schon wieder. Da, guck mal hier. Bamsle, Bamsle. Schön naschen müsst ihr, ne? Bamsle. Bamsle, 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 Bamsle. Kätze, Kätzchen, was sitzt du da rum? Komm, ein bisschen freilaufen, ne? Du musst ja nicht den ganzen Tag hier bleiben. Oh, Schweinchen, Schweinchen dick. Miss Piggy, Piggy und Iggy. Komm mal hier. Ah, kleines Schwein, du kriegst nichts. Du kriegst erst, wenn du groß bist, ne? So, wenn du die Energie brauchst. So. Wer möchte normal? Wer hat noch nicht Weizen? Die Mühkühs, kommt mal hier hin. Wir brauchen ein bisschen Leder. So. Ne, exponentieller Wachstum machen wir hier gerade, ne? Kommen alle hier. Guck, dass er klarkommt, ne? Hallöchen. Bertha. Corinne. Uschi. Mario. Süß. Einfach nur süß. Wirklich ohne Scheiß. Ich finde das geil gerade. Möchtet ihr noch oder habt ihr schon? Ah, du möchtest noch. Du auch? Guck mal hier. Kleines Bussi hier verteilen, ne? So. Ihr habt aber alle. Super. Oh, da war noch eine. Okay. Jetzt wechseln wir mal kurz darüber. Wie sieht es mit euch aus, Hühner? Wollt ihr auch in den Freilauf?
Hat noch ein bisschen Schiss, wenn ich das hier rauslasse. Die Schafe müssen wir auch rauslassen, ne? Ach komm, wisst ihr was? Who cares? Macht die Türen auf. Ihr sollt Freiland. Alles Freiland. Wir lassen die rumlaufen. Irgendwann werden sie rauskommen. Oder auch nicht. Aber unser Tower of Disaster hier mit dem... Ja, das sieht gut aus. Ich will es das nicht zeigen. So, wir machen noch einen Screenshot für diese Folge. Super. Dann sage ich vielen Dank. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht euch ein schönes Wochenende. Dann sehen wir uns am Montag wieder. Bis dorthin. Ciao. Mit V.